Die australische Polizei wird zu einer Farm im Tal des Margaret River gerufen. Außerhalb des Hauses entdecken die Beamten bereits zwei Leichen. Im Haus sind weitere Tote. Nicht nur die kleine Gemeinde steht unter Schock. Australien wird von einer besonders aufsehenerregenden Familientragödie erschüttert. Auf einer Farm in der kleinen Gemeinde Osmington im Südwesten des Kontinents sind 7 Leichen aufgefunden worden. Es handelte sich um 4 Kinder und 3 Erwachsene. Wie die Polizei mitteilte, nach ersten Erkenntnissen wurden sie erschossen. 5 der Leichen wurden in dem Hauptgebäude der Farm aufgefunden. 2 weitere Leichen lagen außerhalb. Zudem wurden dort 2 Schusswaffen sichergestellt. Die Polizei war am frühen Morgen durch einen Anruf alarmiert worden. Angerufen habe eine männliche Person, die mit dem Grundstück zu tun habe. Als die ersten Beamten dann auf der Farm ankamen, waren die 7 Menschen schon tot. Zu ihrem Alter machte die Polizei keine näheren Angaben. Einheimischen Medienberichten zufolge handelt es sich um Katrina Miles, ihre 4 Kinder sowie vermutlich Miles und Apus Eltern, Cinder und Peter. The Australian berichtete, Katrina Miles habe erst kürzlich auf Facebook gepostet, dass ihr Ex-Mann sie immer noch verfolge. Die Polizei versucht, andere Familienmitglieder ausfindig zu machen, die die Toten identifizieren können. Es werde kein Verdächtiger gesucht. Kommissar Chris Dawson sprach von einer großen Tragödie. Für die Menschen in der Nachbarschaft besteht nach Angaben der Polizei keine Gefahr. Nach Medienberichten weist alles auf ein Familiendrama hin. Der Fernsehsender ABC meldete unter Berufung auf Polizeiquellen, es handle sich um Morde mit anschließendem Suizid. Offiziell gab es dazu zunächst keine näheren Angaben. Für Australien bedeutet dies die größte Zahl von Todesopfern durch eine Gewalttat seit 1996. Damals waren bei einem Amoklauf auf der Insel Tasmanien 35 Menschen getötet worden. Anschließend verschärfte das Land seine Waffengesetze erheblich. Osmington liegt etwa 270 Kilometer entfernt von Perth, der einzigen Großstadt an Australiens Westküste, im Tal des Margaret River. Die Gemeinde besteht nur aus einer Handvoll Straßen, Farmen und Weinbergen, wegen der vielen Touristen, die in der Gegend die Wochenenden verbringen. Gibt es auch eine Reihe von Unterkünften und Restaurants. Quelle: NTV, The.